Privatdozent Dr. Erik Schilling forscht zur deutschen Literatur. Interdisziplinär offen, komparatistisch und mit historischer Tiefenschärfe. Originell und herausragend zu nennen ist die aus seiner Habilitationsschrift hervorgegangene Studie Liminale Lyrik, feinrhythmische Hymnen von Klopstock bis zur Gegenwart. Hier wird nicht etwa ein verstaubtes Genre mit Hilfe einer bislang fehlenden Gattungsgeschichte künstlich akademisch beatmet. Dem Autor gelingt es, die grenzüberschreitende Kraft, das Ausgreifen ins Metaphysische, Konzeptuelle oder Göttliche einer sehr alten Textsorte poetologisch, anthropologisch und sozial präzise auszuleuchten und auf diese hochdifferenzierte Weise neues Interesse für ihre kulturwissenschaftliche Anschlussfähigkeit zu wecken. Auch die Monographie Der historische Roman seit der Postmoderne, Umberto Eco und die deutsche Literatur, basierend auf der Dissertation, erfüllt in ihrer komparatistischen Dimension nicht nur ein Desideratum im Fach, sondern eröffnet literaturtheoretisch zugleich einen komplexen Dialog mit theoretischen Positionen in der Geschichtswissenschaft, in dem die fachspezifischen Erkenntnisgewinne auf vorbildliche Weise profiliert werden. In beiden Studien werden zentrale Anliegen des Fachs in interdisziplinären Gefügen auf innovative und höchst ertragreiche Weise neu verankert. Hinzu kommen an einschlägigen Publikationsorten eine weitere Studie zur Dialogizität in der Lyrik des 20. Jahrhunderts, für ein breiteres Publikum der soeben bei Beck erschienene Band zur Authentizität sowie zahlreiche Herausgeberschaften mit Schwerpunkten in der Literaturtheorie im Band Literatur und Theorie in der Postmoderne, der Erzählliteratur zu Thomas Mann und zu Umberto Eco, der zeitgenössischen Lyrik zu Ulrike Dresner sowie zur Poetik und Praxis der Freundschaft. Erik Schilling hat in München, Pavia und Salamanca studiert. Er wurde im Jahr 2012 in der deutschen Literatur und in italienischer Philologie promoviert und hat sich im Jahr 2017 mit nur 33 Jahren an der Ludwig-Maximilians-Universität München habilitiert. Einige Jahre dieser Zeit hat er im Ausland geforscht, so etwa an der Harvard, der Oxford und der Stanford University. Als Leiter des Projekts Daten, Dichten, Deuten – Ambiguitätstoleranz in Interpretationskulturen warb er zuletzt Drittmittel aus der Exzellenzinitiative der LMU ein. Der Preisträger ist Mitglied der Jungen Akademie der Leopoldina sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er erhielt renommierte Forschungsstipendien, zum Beispiel von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, der Thyssen-Stiftung, des Max-Weber-Programms im Elite-Netzwerk Bayerns und der Deutschen Studienstiftung. Ein Gutachter nennt Privatdozent Schilling, und ich zitiere, einen der profiliertesten und begabtesten jungen germanistischen Literaturwissenschaftler seiner Generation. Und wir freuen uns, ihn mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis auszeichnen zu können. Herzlichen Glückwunsch!